So, und da sind wir wieder. Wir fahren den Wagen der Geheimpolizei. Das sind für mich immer nur so ein, zwei Sekunden. Einmal F9 drücken, nochmal F9 drücken und weiter geht's. So. 20 deutsche Fahrzeuge. Ich würde sagen, Motorräder, wo seid ihr? Gilt das schon als deutsches Fahrzeug? Das dauert, glaube ich, ein bisschen. Naja. Wird schon werden. So, jetzt sehe ich nämlich auch die ersten Motorräder schon. Die vor uns davonfahren. Was ich irgendwie süß finde. So, da kommt jetzt eins aus der Straße raus. Okay. So, und draufhalten. Komm. Zu dir mal. Danke sehr. Das war die 1. Und dahinter wartet direkt das zweite auf uns. Hopp. Männchen. Like this. Und da ist das dritte. Like this. Und hinter uns kommt das vierte. Oh mein Gott, das wird so lustig. Like. Nein. Like. Oh verdammt, das ist tiefer als wir. Ah. Sturmwagen. Komm, wenn das eine explodiert, explodiert das andere auch. Jawohl. Nochmal zwei. Oh hi. Ja, und draufhalten. Jawohl. Und jetzt wird's heftig. Jetzt kommen nicht die Stufe 3 Autos. So. Hallo Motorrad. Hopp. Und zwar die Wagen der Geheimpolizei. Die ich möglichst schnell kaputt kriegen möchte, weil die MGs haben. Kaputt. Jawohl, danke sehr. Jetzt das. Ah, Gott. Warum wird es so hell? Ich sehe das Licht. Oh mein Gott. Geh kaputt. Geh kaputt, komm schon. Geh bitte kaputt. Danke sehr. Ah, fuck. Ah. Und drauf, 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 drauf. Oh, fuck, verzieh dich. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Ja, hier stehen ist gut. Nö. Ist nicht drin, Kollege. Auf den schießen wir von hinten. Das müsste auch gut gehen. Jawohl. Alarm 4. Oh fuck. Oh fuck. So, und auf das nehmen wir aufs Korn. Momentchen. Momentchen. Wie viele haben wir? 12 von 20 ist. Mein Gott, 12 von 20? Boah! Draufhalten, draufhalten, draufhalten. Scheiße, Panzer. Okay, jetzt wird's lustig. Jetzt kommt Panzer auf Stufe 4. Okay. Das war eins. Und wir qualmen hammermäßig. Fuck. Ich glaube, wir kriegen das mit einem Geheimwagen. Mit einem Wagen der Geheimpolizei nicht hin. Ich glaube, wir brauchen dafür einen Panzer. Ich bin mir sogar. Oh mein Gott. Verstecke sind deaktiviert. Oh, glaub mir, ich habe gerade ganz andere Probleme. Fuck. Unser Auto ist kurz vorm Abkacken. Oh, nee. Ja, geil. Und damit ist leider diese Mission auch fehlgeschlagen. Wir können natürlich gucken, ob wir die Stufe 5 Sache kriegen können. Wobei ich
irgendwie nicht das Gefühl habe, dass das gut wird. Welche Stufe haben wir? Alarmstufe 4. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Oh nein. Wo schießt denn der drauf? Wow. Wow. Oh mein Gott. Ja. Momentchen, welche Vergünstigung war das? Nervenkitzel. War das das mit den... schalte 5 Deutsche mit einer Explosion aus. Alle Sprengstoffe zum halben Preis. Ach so, das war die 20 Deutsche, ja, okay. Ich weiß, welche Mission das war. Ich fühle mich hier gerade unwohl, muss ich gestehen. Doch, ein bisschen. So von wegen überall Geballer. Und ich habe noch nicht mal einen Raketenwerfer oder sowas in der Art dabei. So, das ist ein Widerstand. Schalte die Deutschen aus und es geht natürlich nach Kills. So, wir haben doch unsere Sniper. Nein. Oh mein Gott. Boah, die sind so overpowered, ey. Mein Gott. Danke. Ich habe 3 Schüsse aus einer Sniper auf den draufgeballert. Der muss tot sein. 4. 5. 6 Schüsse. Was? Wow. Hi. Lad nach. Danke sehr. Wop, 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 komm. Okay. Komm, weiter. Und da war schon wieder dieses Übellecken. Hi. Wow, wow. 5 Deutsche mit einer Explosion. Ja, auch noch geschafft. Geil. Okay. Das erste, was ich jetzt tue, ist speichern. Ja. Das zweite, was ich tue, ist, dass ich mir ein MG nehme, die wegstecke und mir hier so Zeugs hole. Trenchgun. Die da will ich haben. Die will ich haben. So. So, hier muss noch ein bisschen was rumliegen. Komm. Ich hatte hier welche kaputt geschossen. Zack, zack. Und hier liegen überall Kisten rum. Das ist auch voll cool. So. Komm. Oh Mann, ey, du bist so doof. Oh, es laggt. Mein Gott. Wie viel hatte ich gerade? 2 pro Sekunde? 2 Frames? Echt? 2 Frames? Komm, geh kaputt. So. 80. 450. 7 Granaten nur. 7 mal Sprengstoff nur. Und RDX. Okay. Komm, die machen wir auch noch kaputt. Nur damit es komplett ist. So. Ja. Das war noch relativ erfolgreich. Damit bin ich doch jetzt relativ zufrieden. Ich habe mir überlegt, damit die Teile nicht mehr so lang werden, dass ich die Wege zu Hauptquartieren und zu Missionen und zu Personen spare. Ich kündige das dann vorher an. Jetzt haben wir immerhin schon mal eine Maus. Ist gut. Ich kündige die vorher an. Und schalte euch dann wieder dazu, wenn wir da sind. Das geht dann einfach viel schneller.
Das heißt, wir sehen uns gleich vor einem Hauptquartier wieder. Tschö, tschö. So, ich bin jetzt gerade eingetreten in das Schlachthaus. Ich habe gerade das Schlachthaus eingetreten. Haha. Nein, wie gesagt, ja, wie man sieht, sind wir hier unten. Hier gibt es zwei Missionen. Und deswegen bin ich auch hier. Aber erst möchte ich noch zu unserem netten Herrn Waffenhändler. Boah, irgendwas ist heute mit dem Spiel total im Arsch. Ja, genau. Das heißt, wir wollen Dynamit. Das ja jetzt viel billiger ist. Und RDX, was jetzt auch viel billiger ist. Wir haben unsere Terror-MG, was voll geil ist. Was habe ich gerade gemacht? So. Also hier haben wir jetzt eine Menge Sachen. Hier haben wir jetzt so ziemlich alles. Wir haben sogar die Brückenkiller voll. Das heißt, falls wir eine Brücke sprengen wollen, können wir das auch machen. So, hier gibt es noch Karten. Damit wir Ziele sehen. Aber ich glaube, ich würde lieber die Gewehre der Resistance verbessern. Und die Gesundheit wäre natürlich auch cool. Backup-Angriff spawnt 4. Okay, das ist natürlich auch echt cool. Gesundheit oder Verbündete? Ich glaube, ich bin für Gesundheit. So. Genau. Das wollte ich machen. Noch mehr neue, effektivere Waffen. Echt? Warum? Ich möchte nochmal eben gucken. Haben wir jetzt das Terror-MG hier bekommen oder was, was ich aufgesammelt habe? Nö. Na gut, dann nicht. Das zeigt er uns anscheinend jedes Mal an. So, Skylar stand da gerade in der Ecke rum. Wir haben Luke und wir haben Veronique. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns dann erst im nächsten Teil an. Ich speichere. Wir haben einiges geschafft jetzt an der Session. Wir haben nämlich eine Menge schöne Vergünstigungen bekommen. Das sieht doch schon alles jetzt ein bisschen schöner aus. Ja. Neutralisiere 10 Deutsche in 10 Sekunden mit RDX oder Dynamit. 0 von 10 mit 10 Sekunden Restzeit. In 10 Sekunden. Hä? Okay, keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Wolfpanzer und Zeppelin geht. Stealth-Kill bei Generälen. Eisenbahnbrücken, was kriegen wir dann? Aurora-MG. 20 deutsche Fahrzeuge. Landrennen. Deutsche Autos sammeln. Und einem Alarm der Stufe 5 entkommen. Ich möchte das da machen. Ich möchte das jetzt können. Gab es nicht eine Möglichkeit, dass man das kauft? Das möchte ich nochmal eben nachgucken. Also ich habe zwar gerade gesagt, dass ich den Part beende, aber trotzdem... Oh, geh aus dem Weg, du Freak. So. Absolviere eine... Da. Ich glaube, die beiden hole ich mir. Oder zumindest die Silbervergünstigung. Naja, ich weiß noch nicht. Okay, gut. Danke fürs Zusehen und tschö, tschö.